Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Im letzten Part ist Piccolo von uns gegangen, da die Saiyajins bzw. Nappa ihn getötet haben, als er Gohan retten wollte. Wir warten immer noch auf Goku, dass er endlich auftaucht und dem ganzen Schrecken ein Ende bereitet. Doch Gohan ist jetzt so sauer, dass er sich Nappa entgegenstellt mit seiner ganzen Wut. Genau. Und im letzten Part haben wir auch drüber geredet, was für Spielmodi wir gerne im Budokai Tenkaichi 4 hätten. Um Piccolo zu rächen, stellt sich Son Gohan dem gnadenlosen Saiyajin Nappa. Okay, Gohan und Krillin gegen Nappa. Und los, wir müssen gewinnen. Das werden wir schaffen, denn wir haben ihn auch als Piccolo im Fluchtkampf fast fertig gemacht. Wenn die Zeit noch ein bisschen länger gewesen wäre, er tot. Okay, wir haben echt wenig Leben, oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn für Counter? Gerät zu Madern? Okay, alles klar. Oh, aua. Okay, ich habe also auch einen Aufladeangriff. Oh mein Gott, was ist denn da los? Okay, der bleibt wieder 10 Jahre liegen. Ich lade einfach mal. Alter, das gibt's nicht. Ah! Nicht in die Magengrube. Hallo? Oh, Junge. Was ist dein Problem? Hallo? Wow. Okay, alles klar. Er mag das wohl nicht so. Ah, nein! Oh, das gibt's nicht! Ah! Wir haben so wenig Leben. Was ist denn mit dir los, Gohan? Warum so wenig Leben? Lass das! Oh mein Gott, der Angriff macht Schaden. Der macht tatsächlich Schaden. Super Kampfgeist. Ah, ja, ja, ja. Mann! Yo! Okay, das kann ich nämlich auch. Und jetzt lade ich voll auf und shit. Nein! Nein! Wo kommt der Tritt her? Nix da. Hättest du nicht früher aufstehen können? Ey, wir können hier nicht schön hier in links, rechts einen mitgeben, ey. Schade. Ja, klar! Wo kommt denn das her? Es reicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. Aua. Gerät zu Madan! Oder so. Die Frage ist auch, ob ich Raging Blast spielen werde. Also da habe ich auch überlegt, ob ich das vielleicht machen soll. Also schreibt an der Stelle gerne mal in die Kommentare, ob ich die Raging Blast Teile auch bringen soll. Natürlich hat Raging Blast 2 jetzt leider keinen Story Mode, aber so ein paar Kämpfe davon, ein paar Stories kann man davon eigentlich mal zeigen. Weil die Spiele sind auch ähnlich wie Budokai Tenkaichi. Ey, das kann nicht sein. Tschüss. Also das wäre auch cool, die einfach mal zu machen. Die haben auch eine sehr ansprechende Grafik. Und vielleicht werde ich das dann machen. Das müssen wir mal sehen. Okay, wir haben erfolgreich Nappa besiegen können. Und jetzt hoffe ich mal, dass Goku langsam mal antanzt. Son Gohan kämpft mit all seiner Macht, doch Nappa erweist sich als zu stark. Krillin und Son Gohan scheinen verloren. Kommt Son Goku noch rechtzeitig? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Die Frage aller Fragen. Schafft er es rechtzeitig? Es wäre auf jeden Fall gut. Sonst sind die beiden verloren. Okay, jetzt können wir einen Dragon Ball sammeln. Auf jeden Fall. Ein Kami-Haus. Da muss er sein. Das sind drei Dinger auf einmal.
Okay, hier ist keiner. Aber er will kämpfen. Also zumindest hört sich die Musik so an. Endlich werden meine Fähigkeiten gebraucht. Los, tun wir uns zusammen. Neuer Charakter, Mutten Roshi freigeschaltet. Okay, wir haben Mutten Roshi gerade einfach freigeschaltet. Einfach so. Wer kennt's nicht? Okay, südliche Hauptstadt. Ich hoffe, der da Tao Bai Bai ist nicht wieder hier. Das wäre ein bisschen sehr blöd. Ach, komm. Und kein Dragon Ball. Was ist denn hier los? Okay, wir gucken mal nach stärkeren Z-Verstärkungs-Items. Weil so langsam sollten wir uns echt mal verstärken. Weil gerade das mit dem Ki, beziehungsweise dem Leben, hat mich echt genervt. So, Baba. Hast du denn neue Items für uns? Z-Items kaufen. Ja, wir haben alles nur plus 1. Das ist ein bisschen sehr doof. Drachensuche plus 1. Okay, also das wäre einmal, glaube ich, ganz gut. Aktives Herz. Was, ups. Ich bin der Champion. Starke Vitalitätsregeneration. Mr. Satan. Okay, Hochspannung. Cyborgs. Okay. Gravitationsgerät. Geschwindigkeit deines Gegners im Kampf nimmt ab. Okay. Okay. Du stiehlst deinem Gegner im Kampf langsam die Energie. Das ist ja auch doof. Cooler Verstand. Weißt du mit aus wird eins. Okay. Mächtiger Stil. Energiebrecher. Okay. Achso, aktives Herz. Okay, das hört sich alles nicht so gut an. Objektfusion. Durch die Fusion von Z-Objekten können neue Objekte entstehen. Z-Evolution. Okay, das macht natürlich Sinn. Nehmen wir mal 10 Stück. Böses Herz bei Bidis Gehirnwäsche. Oh mein Gott. Zur Objektfusion. Achso, die sind für die Objektfusion. Okay. Und Drachenrad. Ah, na, können wir nicht hoffen? Nein, können wir nicht. Dragon Balls könnten auf der Minikarte erscheinen. Dragon Ball Abenteuer. Ja, das ist natürlich geil. Okay, wir müssen die 200.000 zusammensparen. Und warum hört sich die Musik so an, als ob wir bei Naruto sind? Okay. Achso, ja gut. Alles klar. Dann haben wir alle Punkte abgegrasen. Dann gehen wir jetzt mal und retten unseren Sohn. Ödnes. Endlich erreicht Son Goku den verzweifelten Kampf seiner Freunde. So you finally showed up. Dad! What's with that look on your face? I don't like it. I guess I'm just gonna have to kill you. You're going to pay for what you've done. Okay, es reicht. Aber erstmal Z-Evolution. Als ob. Wir können Mutten Roshi jetzt hier spielen. Okay, jetzt wird's los. Das wäre auch witzig, Mutten Roshi gegen Dings. Die haben wir freigeschaltet, aber wir können sie nicht benutzen. Wir können Drachensuche verwenden, einmal mehr dazu machen. Wollen wir das mal statt Abwehr nehmen? Wir nehmen das mal statt Abwehr, um Vermauts auszuprobieren. Natürlich, das Level geht runter, weil das eigentlich ein Item ist, was dafür da ist, um mehr Angriffe zu machen, aber das levelt ja nichts, also es ist ja, verstärkt jetzt nicht den Angriff. Ich kann jetzt das nur einmal mehr machen. Und das ist eigentlich sehr geil. Kaioken! Hä? Hallo? Ich bin Son Goku, du hast keine Chance. Denn du hast unsere... Du hast Piccolo getötet. Und Tenshin Han und Chaozu. Na, warte. Meine Rache wird grausam.
Und solltest du dich weiterhin an ihm vergreifen, werde ich gnadenlos. Kamehameha! Was soll das? Lass das gut sein. Was? Er will Ping-Pong spielen. Nix da. Nee, 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 so läuft das nicht. Ja. Uah. Wow. Ja, du bist auf meinen Cutter reingefallen. Keine Chance. Und jetzt gibt's nochmal die Kaioken-Attacke. Na, warte. Yeah! Oh, ich fang dich. Oh, und runter mit dir. Ab in den Dreck. Ja. Hör auf auszuweichen. Ah. Danke für den Abstand. Kamehameha! Oh, ja toll. Oh, oh, oh. Ah, voll in die Nüsse. Ah. Du kämpfst unfair. Was hab ich noch für Moves? Gib mir Energie. Oh, ich kann nicht. Oh mein Gott, okay, let's go. Kaioken! Ja! Oh mein Gott. Kamehameha! Wir müssen jetzt natürlich mit Kaioken-Finisher beenden. Das muss so sein. Ah, aua. Oh mein Gott, aua. Oh mein Gott. Okay, wir können es wohl nicht beenden, außer er lässt uns jetzt kurz in Ruhe, jawohl. So, jetzt gehe ich mal langsam hin. Hallo, Raditz. Raditz, genau. Ich meine, Nappa. Okay, du lässt Gohan und Krillin in Ruhe. Ja. Yeah. Und weg mit dir. Und dann haben wir's. Wir haben Krillin und Gohan, beziehungsweise Piccolo und Hechinan sowie Jozu gerecht. Powerball. Oh, er ist ein Level gestiegen. Warte mal, kann ich hier? Ich werde mit Roshi, wenn ich zwei Charaktere wählen kann, auf jeden Fall mal auswählen. Das wird witzig. Son Goku besiegt Nappa und bereitet sich auf den Kampf mit dem gnadenlosen Vegeta vor. So, Kakarot, do you intend to fight? Yes, but not here. Makes no difference to me. Okay, hier sind zu viele Menschen in der Nähe. Ab in die Wüste. Und jetzt hoffe ich, dass endlich ein Dragon Ball da ist. Weil ich finde das nicht so geil, wenn der Dragon Ball jetzt nicht mehr da ist. Die Dragon Balls wurden einfach rausgepatcht. Okay, wir können nochmal hier landen. Warum auch immer. Ist jetzt hier wieder ein Item? Ne, ein Pflanzenmann. Komm, wir kämpfen gegen den Pflanzenmann. Mit Muten Roshi. Achso, ich muss mit ihm kämpfen. Ich kann Muten Roshi jetzt nicht benutzen. Oh, wie schade. Okay, wir kämpfen einfach gegen die. Die sind zusammen Level 108. Wir sind aber Son Goku. Das heißt, wir sollten die eigentlich besiegen können. Ready? Ja, gut. Naja, gut, das sind ja einfach nur Pflanzenmänner. Vor allem mit Krillin haben wir ja schon massenweise besiegt. Aua. Oh, oh, aua. Oh, oh. Okay, sehr gut. Nein! Oh, ich wollte ihn nochmal wegkicken. Na, okay, wir beenden ihn jetzt einfach. Tschüss. Was? Alter, hallo? Pflanzenmann, beruhig dich. Ey, jetzt wechselt der wieder aus. Was soll denn das? Ey, der ist rot. Bist du im Blut deiner Gegner getränkt, oder was? So, mach dich ab. Tschüss.
Ja, klar. Als ob. Jawohl. Und da ist der down. So, der erste ist down. Wo ist der Kollege, der eben da war? Der muss wieder antanzen. Abgehauen wird nicht. Ah, der ist auch rot. Okay. Alter! Aua! Share your energy with me! Jawohl. Jawohl. Leider kann ich keine Kamehameha. Ich habe nicht genug Ki gehabt. Ei, das gibt's nicht. Das kann ich auch. Hier, guck mal. Oh. Hallo? Hallo? Alter, wie... Jetzt wird's langsam witzlos. Hallo? Als ob! Es reicht. Also so viele Pflanzenmänner, da kriege ich wirklich Angst um mein Leben. Bap. Und tot. Okay, jetzt... Ach, das ist schon der letzte, wie süß. Okay, dann mach dich ab. Hallo? Ey, jetzt hör auf zu nerven. Hallo? Oh! Immer ziehen die mir die Beine weg. Jetzt reicht's aber. Oh, Mann! Och. Mann, jetzt mach dich ab, Alter. Nein! Nein! Okay, warum lade ich meine Geki-Dama? Alter, nein. Nein! Ey, jetzt reicht's aber. Junge, du bist tot. Du hast ihn in die Luft gesprengt, Mann. Oh, diese Share Your Energy with Me, das hat ja gar nichts gebracht. Das ist nur, wenn ich die Genki-Dama machen will, aber die wollte ich doch gar nicht machen. Saberman-Set, okay, alles klar. Kein Level Up, okay. Obwohl das gute Erfahrung war und die haben keinen Dragon Ball gegeben. Es ist wirklich so useless. So, jetzt gucken wir hier hinten und wehe, da gibt's keinen Dragon Ball. Auf Gottes Palast hier oben. Oder wieder ein Item, das wäre auch okay. Meister Kaio? Ja gut, wie soll ich hier in Dragon Ball landen? Warum kann ich... Oh, bei mir bist du richtig. Ob du meinen Test bestehen kannst? Was jetzt? Garlic Junior, okay, das hört sich interessant an. Gegen den kämpfen wir jetzt auch. Obwohl der eigentlich... Was macht der hier, Mann? Okay, der hat wenig Leben. Oh, there you are. Ach man, ich hab doch die richtige Taste gedrückt, Mann. Oh ja. Budokai Tenkaichi 4 sollte auch wieder so dieses geile Kampfprinzip haben wie in Budokai Tenkaichi 3. Dass du auch wieder so viele Items benutzen kannst, dass du richtig oft den Angriff verlängern kannst. Dass so richtig coole Kombis möglich werden. Hallo. Wow. Tot. One hit. Das wäre auch praktisch. Okay, oh mein Gott, Angriff plus 2. Okay, das ist geil. Das ist richtig geil. Angriff plus 2 ist richtig gut. Okay, dann haben wir den Kampf gemacht. Uranai Baba wäre das Einzige, was noch da ist. Das macht aber keinen Sinn, deswegen gehen wir direkt ins Gebirge und kämpfen gegen Vegeta. Son Goku und Vegeta, die epische Schlacht um das Schicksal der Erde beginnt. Let's go! Fight versus Vegeta. You should be pleased, a low-class warrior like you seldom gets to play with an elite like me. All Saiyans are inspected for their combat skills at birth. And you were thrown out with the rest of the trash. And that's how I wound up coming to Earth, right? I should be grateful.
Besides, with enough hard work, even a low class can surpass an elite. You're quite a comedian. Let me show you the power that no amount of hard work can overcome. If that's really your best, then I'm more than disappointed. Incredible! But you know, even though things look really bad, I'm still having the time of my life! Okay, das war eine richtig coole Sequenz. Wir werden uns jetzt aber verstärken, denn Goku hat recht. hä? Oh, die Sachen haben mitgelevelt. Okay. Alles klar, dann geht's jetzt einfach weiter. Krass, die Sachen leveln mit. Man levelt also auch die Z-Items. Krass. Ready? Okay. Oh Gott. Oh, wir kämpfen auf meine Lieblingsmap. Oh, wir machen 10.000 mit einer Combo. Kaioken! Wir müssen Vegeta natürlich zeigen, wo der Hammer hängt. Oh Gott, au. Ah. Ah, die Sequenz war schon cool so. Für damals war das sicherlich richtig geil. Jawohl, schön dadurch. Warte mal, wir können auch auf der Map Dragon Balls finden, nicht wahr? Machen wir mal einmal so. Oh, hoppala. Das war nicht meine Absicht. Aber gut, er ist jetzt so gut wie besiegt. Ja, friss das, was Nappa geschmeckt hat. Vegeta, Prinz der Saiyajin. Oh! Der legendäre Schlag in die Magengrube. Hallo, darf ich auch mal wieder was machen? Nein, da unten war der Dragon Ball, da rollt er. Als ob, okay. Da hätten wir einen neuen Dragon Ball sammeln können. Oh, Level Up. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Nachdem sein Stolz gebrochen ist, muss Vegeta auf verzweifelte Mittel zurückgreifen. Oh, okay, transformieren. Obwohl es tatsächlich sehr, sehr gut für Vegeta aussah und schlecht für Goku. Zumindest in der Sequenz hat man das noch gesehen. Doch jetzt waren wir gleich auf. Und sogar vergleichbar stärker. Aber nur mit der Kaio. Oh mein Gott. Mit Hilfe eines künstlichen Mondes hat sich Vegeta in einen Werfen verwandelt. How do you like this?
face, Kakarot! You're finished now! A great ape? A great ape monster? This spirit bomb holds the hopes of everyone on this planet! Okay, jetzt kommt die Genki-Dame ins Spiel. Aber wir haben auch gelevelt, wir sind stärker. Fluchtkampf überlebe, solange es geht. Ich werde dich natürlich versuchen, so gut es geht, durch alles Mögliche durchzuboxen, damit wir die Dragon Balls bekommen. Okay, er weiß nicht, wo ich bin. Oh, aua. Ist er direkt der Dragon Ball? Nein. Oh mein Gott, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Alter, okay, das ist... Hallo! Okay, das ist wirklich ein Fluchtkampf. Ich kann gar nichts machen. Er lässt mich nicht. Wer frisst das? Wir müssen erstmal den Dragon Ball finden. Das geht gar nicht, ne? Nee, geht nicht. Boah, ihr habt mir so viel Schaden gemacht, ey. Okay, ich muss auf jeden Fall Kamehameha aufladen und immer gegen ihn machen. Währenddessen werde ich hier ein bisschen was kaputt machen. Oh nein, das war nichts. Ey, Hauptsache weg mit ihm. Na, macht er seinen Move? Nee, macht er nicht. Aber ich glaube, wir können den Kampf sogar gewinnen. Ja, danach gibt es bestimmt noch einen Kampf gegen Vegeta. Das andere macht auch gar keinen Sinn. Bloß weg, bloß weg. Und das war's, aua. Hallo, kannst du bitte weg? Goku, hau ab. Ja, das könnte ein Beamflash werden. Oh mein Gott, das wird einer. Oh, doch nicht! Wir sind stärker! Oh! Ich hasse Wehraffen. Oh mein Gott. War das ein knapper Kampf. Ich war fast gestorben. Na gut, wir haben es jetzt auch nicht mit der Fluchtmechanik geschafft. Son Goku kann sich gegen Vegetas überwältigende Macht nicht zur Wehr setzen. San Gohan und die anderen spüren San Gokus Verzweiflung und eilen ihm zur Hilfe. Oh Gott. Muss ich jetzt mit den anderen kämpfen? Das wird auch interessant. Das wird auch interessant. Ach, warte mal. Ich glaube, der Dragon Ball Radar ist dann für die in den Kämpfen. Dass man im Kampf genau weiß, wo der Dragon Ball ist. Ödnis, na, da sind bestimmt wieder Pflanzenmänner, oder? Der Ödnis ist jetzt so Pflanzenmann. Denkst du, ja, war klar. Nee, da will ich natürlich nicht rein. Uranai Baba brauchen wir auch nicht. Okay, dann. Also, wir werden auf jeden Fall Gohan, jetzt, wenn wir mit Gohan kämpfen müssen, Z-Items geben. Als San Gohan und die anderen eintreffen, steht San Goku kurz vor der Niederlage. Yajirobe. A Saiyan! I know, but if you cut his tail off, he'll turn back to normal. Turn back to normal? You say that like it's a good thing. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Wir kämpfen mit Gohan zuerst, danach mit Krillin. Und wir müssen auf jeden Fall in die Z-Evolution. Denn er braucht auf jeden Fall Gesundheit. Leider haben wir nur Gesundheit plus 1. Dann geben wir ihm noch Angriff. Beziehungsweise, ja, lieber Ki, weil Angriff macht gar keinen Sinn. Zumindest nicht gegen ihn werfen. Und Abwehr. Wir brauchen Abwehr. Wir brauchen unbedingt Abwehr. Okay. So, das reicht bei ihm. Und dasselbe machen wir jetzt bei dir. Sonst gehen wir instant drauf. Das wäre ja auch nicht gut. Vor allem, wenn wir gegen Wehraffen kämpfen. Und gegen den habe ich wirklich Respekt. Außerdem leveln die dann auch nebenbei. Abwehr. Hab ich noch einen Slot? Ja, komm, dann machen wir bei Krillin noch Angriff. Angriff plus 2.
Falls er dann doch ein bisschen zu nahe kommt. Ja. Dann noch Yajirobe rein. Warum nicht? Und jetzt sind wir auch fast auf seinem Level. Nein, ich möchte nicht zu Krillin rein. Okay, wir müssen sogar gewinnen. Oh mein Gott. Das wird so komisch. Da jetzt zu gewinnen. Okay, wir haben jetzt drei Leisten und wir laden uns auf. Okay, hat auf jeden Fall eine höhere Reichweite. Oh nein. Aua. Nein! Okay, er haut mich da durch, ne? Kann da Dragon Ball drin sein, bitte? Aua. Ich sehe keinen. Okay, ich kann jetzt nicht hinterher fliegen, okay. Der Angriff müsste sehr stark sein. Ja, ist er auch. Okay, wir machen alles Mögliche kaputt, einfach um kurz zu gucken, ob wir einen Dragon Ball kriegen. Nein, ah! Oh Gott. Oh nein. Lass mich! Lass mich! So. Okay. Da war auch kein Dragon Ball drin. Hier. Auch nicht. Die Frage ist, ob in jeder Map mindestens ein Dragon Ball drin ist. Das würde mich interessieren. Aber es scheint schlecht auszusehen. Gehen wir jetzt extra auf die Dragon Ball Suche oder lassen wir es? Na gut, er kann da nochmal durchfliegen. Und hier. Aua. Da, da ist er! Hau mich rein, hau mich rein! Oh, er hat mich getötet. Okay, also prinzipiell können wir das gar nicht mehr verlieren. Wenn du gerne den Dragon Ball einsammeln da. Obwohl er hat Angriff plus, ne? Oh mein Gott. Mann, lass mich zum Dragon Ball! Oh nein. Ja, also da jetzt zurückzugehen ist natürlich sehr schwierig. Nein, hör doch auf! Krillin, was ist dein Problem, Mann? Ein bisschen so zu navigieren ist ein bisschen sehr schwierig. Hallo! Oh! Kannst du dich bitte mal regenerieren? Mann! Ich muss da unten, ich muss da unten. Ey, das Ding ist... mit Yajirobe habe ich keine Chance mehr! Hör auf! Ich will doch nur zum Dragon Ball, Mann! Warte mal, habe ich nicht... Ich habe doch Sonnenblitz, oder? Mach's doch! Mach's doch! Du Idiot! Warum machst du es denn nicht? Ey, du willst mir jetzt erzählen, dass ich mit dem gegen kämpfen soll? Oh mein Gott, er hätte gar nichts erleben. Bitte. Lass mich doch den... Mann! Nee, ich muss sie töten. Hallo! Lass mich! Hallo! Oh, ich kann nichts machen! Ich kann halt echt nichts machen. Ich kann... Was? Ey, das ist so zum Kotzen! Was sollte das? Wieso kriegt man so... Warum kann man nicht ordentlich navigieren zum Dragon Ball, Mann? Ey, ich habe nur verloren, weil ich die ganze Zeit diesen scheiß Dragon Ball brauchte und ihn nicht wegschlagen konnte, den Typen. Ey, ich hasse Wehraffen. Es ist so beschissen. Du kannst ihn nicht ordentlich bekämpfen. Ja, das haben wir jetzt schon gesehen. Hallo? Ey, ist das zum Kotzen? Dieser scheiß Wehraffe. Wie kann das sein? Oh. Also das regt mich richtig auf. Man muss einfach nur dahin fliegen, aber der permanent pisst er einen an. So, tschüss. So. Kann man das auch so kaputt machen? Kann man. Oh nein, jetzt verfolgt er mich wieder. Und ich, hä? Wieso hab ich ihn nicht, aber er mich? Das macht halt gar kein... Hallo? So, ich muss jetzt erstmal runterhauen.
Sonst übertreibt er. Ja, klar. Ja, ich will, dass du ein bisschen nach rechts gehst. Oh, oi, oi. Och, Mann. Wie komme ich da unten? Wie kann ich nach unten? Mann, wie kann ich nach unten? Verdammte Scheiße. Mann, gib... Mann, jetzt mach dich ab, Mann. Hör jetzt auf. Aber hey, warum kann ich... Ach, damit willst du mich... Weißt du, ich mache das die ganze Zeit und das zählt nicht. Hallo? Ja, habe ich es eingesammelt? Was ist denn mit dem Dragon Ball? Hä? Ich habe ihn noch nicht. Niemals. Egal, ich töte dich jetzt. Mir reicht's. Jetzt bin ich sauer. Mann, jetzt lass mich. An. Oh, das kann doch nicht sein. Jetzt weiß ich nicht mal, ob ich den Dragon Ball gekriegt habe oder nicht. So, diesmal bin ich wirklich gnadenlos zu dir, Kleiner. Was? Ey, nee. Sorry, aber der ist so riesig. Es kann nicht sein, dass ich da nicht treffe. Hallo? Kannst du bitte wegfliegen? Hallo? Kannst du bitte wegfliegen? Ey, jetzt... Hallo? Ich möchte gerne was machen. Ey, was soll denn der Mist? Aber der Dragon Ball ist nicht mehr da. Der ist einfach nicht mehr da. So, und jetzt stirb. Du hast mich so schon die ganze Zeit genervt. Tschüss. Der Kampf an sich ist ja nicht schwer, aber dabei einen Dragon Ball einzusammeln, ich weiß nicht mal, ob ich ihn bekommen habe. Das ist ja der größte Witz. Weil der war einfach weg, ja, und ich habe ihn nicht bekommen. Es ist so dumm. Wo ist der Dragon Ball hin? Kann der Gegner den auch aufsammeln? Es ist total... Wirklich. Warum ist das nicht wie in Budokai Tenkaichi 3? Du machst ein Ding kaputt und dann hast du es. Ja, Jirobi überrascht sich selbst, als sein Angriff Vegetas Transformation unterbricht. Well, here goes nothing. So, super. Das heißt, wir gehen jetzt hier ohne Dragon Ball raus, obwohl wir so hart dafür gekämpft haben. Geil. Auch gut. Feier ich. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn man dann den Dragon Ball auf jeden Fall bekommt. With his tail gone and his transformation ended, Vegeta is still desperate. That brat grew his tail back. Gohan, the sky! Look at that glowing ball in the sky! What? No! I won't let you die! Hä? Jetzt muss ich nochmal gegen Vegeta kämpfen? Das macht gar keinen Sinn. Okay, wir machen weiter. Bis wir wieder auf der Overworld sind. Da können wir nämlich speichern. Ready? Fight! Ja, klar, er sieht mich. So, jetzt kann ich wenigstens gegen ihn kämpfen. Diesmal will ich aber einen Dragon Ball haben. Ich muss aber aufpassen, wir haben nur diesen einen... Ah. Wir haben nur... Alter, wir haben so wenig scheiß Leben, Mann! Kannst du dich jetzt mal... Ey, dieser scheiß Blocken! Ich will dich richtig durch die Gegend kicken, Alter! Jetzt reicht's. Jetzt bin ich wütend. Jetzt hast du mich wütend gemacht. Komm jetzt... Ja, klar! Steh auf! Jetzt reicht's, Gohan. Wenn du jetzt nicht zu Super Saiyan 5 wirst, ne? Alter, was ist denn mit Vegeta los? Alter, was soll das? Wir luben so rum. Alter. Hallo, ich drücke 10-mal diese Taste. Ja, er kiesbammt mich tot. Du kennst das Spiel nicht. Was soll denn das? Okay, du wirst sehen. Du wirst jetzt so sehen. Ich werde dir so eine reindrücken. Jetzt werde ich wirklich gnadenlos. Eben wollte ich noch Dragon Ball suchen. Jetzt werde ich dir komplett die Ehre nehmen. Oh mein Gott.
Das war dein größter Fehler. Jetzt bin ich pisst. So, Yamcha, du kannst dich mal beeilen hier. So, du kleiner Hund. Komm her! I see you. Ja, schön für dich jetzt. Alter. Ey. Du blöder Kiesper, mal hier. Nimm. Alter. Reiner. Jetzt reicht's. So, jetzt reicht's. Oh, du solltest nicht nach da springen. Jetzt frisst das! Was? Hä? Hä? Wohin? Gohan, bist du dumm? Alter, was war das? Wo sollte der Angriff hingehen? Denkst du, Vegeta? Alter, du hast doch gesoffen. Goku hat dir doch wieder Wasser abreicht. Hallo, aufstehen! Es wird nicht geschlafen. Dann verliere ich das nicht. Nee, bleib liegen! Es reicht! Ich bin sauer! Stirb! Jetzt bleib auch liegen, Alter! Kann ja nicht angehen. Baum der Macht und Powerball. Oh, schön, dass Gohan jetzt auflevelt. Nachdem ich diesen ekelhaften Kampf mit ihm hatte. Oh. At long last, the Z Fighters brought the mighty Vegeta to his knees. But as Krillin readied the final blow. Stop! Goku, is that you? Hoping Vegeta would learn to change his evil ways, Goku asked that the Saiyan Prince's life be spared. I'll remember this, you scum! Next time you won't be so lucky! Thus, Earth was saved from the Saiyan menace. But in truth, this was only a prelude to the epic battles still to come. I'm afraid that our problems are only just beginning, oh dear. So, in dieser Folge einfach Rage Lexer. Einfach Rage Lexer. Oh mein Gott. Okay, er ist wieder da und jetzt haben wir die Wahl. Baum der Macht. Achso, wir haben... Oh, wir haben gar nicht die Wahl. Wir müssen Baum der Macht als nächstes machen. Okay, dann machen wir in der nächsten Folge Baum der Macht. Das ist die Thales Filmstory und dann geht's damit weiter. Damit würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, welche, also bis, wie ihr bisher das Spiel fandet. Also, was mögt ihr Budokai Tenkaichi 2 am meisten? Und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dann und ciao, euer Fire Alexa. Macht's gut! Exactly.